Brüder! Sterbenskrank in Kamerun. Klingt wie ein kitschiger Hollywood-Film, bei dem Scarlett Johansson sich in Bill Murray verliebt. Missionsbeschreibung klingt relativ gleich. Mission, ich habe kurz reingeschaut, sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Also daher werden wir sie dann entsprechend auch spielen. Tja, dich hält ja wohl gar nichts auf, wie? Aber ich glaube, das ist dann hier. Ja, Zivilistenkill, ist okay. Aber wir haben diesmal keine Invasoren, sondern ein paar mehr Einheiten. Und wir können so gleich eine Basis bauen. Was wir jetzt schon einige Missionen nicht mehr machen können. Und aus irgendeinem Grund ist mein mobiles Bauernfahrzeug schon fucking beschädigt. Was irgendwie voll nicht in Ordnung ist. Überfahr die einfach. Ich habe keine Geduld mehr für diese Einheiten. Überfahr die einfach. Hallo? Kill die. So, zwei Raffinerien. Und währenddessen erkunden wir mal. Okay? Okay! Fick dich auch! Überfahr die Einheiten, danke. Ich mag die Nordmods nicht so sehr. Oh mein Gott. Zerstört. Jetzt fahr doch mal zu, heiligen Schein. Perfekt! Holy fuck! Was denkst du, was ich machen will? Natürlich mich über die scheiß Einheiten drüber fahren. Holy shit, Alter. You gotta be fucking kidding me. So. Ich möchte jetzt nochmal schauen, ob die von rechts kommen können oder ob ich hier tatsächlich... Ich habe tatsächlich ein Tiberium-Feld, das komplett mir gehört. Mit dem ich machen kann, was ich will. Das ist schon mal schön. Das heißt, ich habe nur wenig Gebiete abzublockieren von GDI. So. Okay, da kommt schon mal der nächste, da kommt mein nächsten. Ja. Es gibt hier nicht viele Missionsbeschreibungen, es gibt hier nicht viele Gegenwehr von GDI. Ja. Okay. Zerstör die mal. Überfahr den. Danke. War nicht so schwer, oder? Oh mein Gott, die beiden Nordmods werden an dem fucking Grenadier sterben, weil sie fucking useless sind. Wie kann es sein, dass Überfahren meine beste Möglichkeit ist, um mit Fußsoldaten zurechtzukommen? Oder die Fackel der Erleuchtung. Wow. Kill den, kill, überfahr ihn. So. Ich möchte doch eigentlich nur die Gegend erkunden. Ja, möchte ich doch gar nicht. Ich will doch gar nichts Böses. So, wir schauen uns einfach mal alles an. So, da ist die Biere. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Ja, okay. Okay. Ja, jede Menge Grenadiere, mit denen ich nicht klarkommen werde, weil ich sie überfahren muss. Ja, ist okay. Ich werde wahrscheinlich doch eine Handgranate brauchen. So. Ja, da muss ich drüber fahren. Das hilft schon mal nichts. Die Einheiten, ich komme nur mit diesen Einheiten klar, wenn ich drüber fahre. Keine Chance sonst. So. Komm, fahr da drüber, fahr da drüber, fahr da drüber. Natürlich funktioniert es nicht. Wir benötigen Silos, wir benötigen Silos. Warum benötigen wir Silos? Ich habe nie Silos benötigt. Und jetzt... Oh mein Gott! Ist egal. So. Ich finde es sehr ärgerlich, dass ich keine Geschütztürme kaufen kann. Das finde ich unglaublich ärgerlich. So, ich werde die Raxeros brauchen dafür. Warum kommt er jetzt? Ich drehe gleich am Rad. So, Not Mods will ich. Ich will jede Menge Not Mods. Die killen sich selber. Sehr schön. Noch näher ran, noch näher ran. Beautiful. Oh Gott, ist okay, ist okay. Ich bin eigentlich bis jetzt vollkommen in Ordnung. So. Mit der Faust von Nord bin ich bis jetzt lief bis jetzt am besten. Alles was ich machen konnte. So, weil die
Die Buggies kannst du vergessen. Die verrecken an den Grenadieren. Die sollten zwar theoretisch am besten sein, weil sie ein Maschinengewehr haben, sind sie aber nicht. Die verrecken einfach. Die sind einfach gnadenlos beschissen. So, Geschütztürme kann ich nicht kaufen, was ich sehr, sehr ärgerlich finde. Ich hole mir jetzt mal noch, Chili, danke. Okay. Das ist so gut. Das ist so gut einfach nur die Einheiten komplett. Komm, zerstört den da. Der ist wichtiger erstmal als der fucking Tiberium-Sammler, weil der Tiberium-Sammler, den kaufen sie ja 17 Mal neu. Den kann ich 1000 Mal zerstören. Den kaufen sie immer wieder neu. So, die überfahren wir jetzt. Überfahr die. Danke. So, die überfahren wir nämlich jetzt auch. Die überfahren wir jetzt auch. Perfing. Perfing. Beautiful. So. Wenn es geht, zerstören wir den Sammler natürlich trotzdem, weil zumindest kann ich den so 2 Sekunden auf den Piss gehen. Jetzt gehen wir da rüber. Blockieren da auch den Weg. Hallo, kann ich mal. Danke. Wo habe ich Einheiten verloren? Wo habe ich Einheiten verloren? Jetzt tötet den scheiß Sammler. Natürlich, genau. Jetzt kommen sie nämlich angekackt. Okay. Gut genug. Wisst ihr was? Gut genug. Wir holen uns jetzt nur noch hier Faust von Nord und dann holen wir uns noch ein paar Invasoren und dann schauen wir, dass wir die Mission zu Ende bringen. Faust von Nord, Faust von Nord, Faust von Nord. Ein paar Invasoren. Funkzentrale. Ich kann ums Verrecken keine Geschütztürme kaufen und das kotzt mich an. Yo, woher kommt ihr denn? Ja, überfahr den einfach, so scheißegal. Ihr müsst ja nicht mal so tun, als wäre der nützlich. Überfahrt einfach alles. So, jetzt... Flak brauchen wir auch nicht zu holen. Flak ist komplett fucking useless. Useless Scheiß, den die jemals implementiert haben in dieses Spiel. So, natürlich ist jetzt das Tiberium erstmal leer. Das heißt, ich muss jetzt zumindest mal unten hier das Tiberium-Feld sichern. Das wäre das Mindeste, was ich jetzt machen kann. So, Invasoren, die tue ich irgendwo hier hin, wo sie natürlich sofort, wenn die das nächste Mal den Luftangriff haben, vernichtet werden, ohne weiteres. Kamerun, ich wollte noch was zu Kamerun erzählen. Ich kann nicht zu Kamerun erzählen, weil ich nicht zu Kamerun weiß. Das Einzige, was ich zur WM 2006, Fußball-WM in Deutschland, habe ich ein bisschen mehr Interesse in solche Dinge gewonnen. Also ich war vorher überhaupt nicht fußballaffin. Dann war die WM und dann habe ich angefangen, ziemlich viel Fußball zu verfolgen. Und da waren auch die amerikanischen Nationalmannschaften dabei. Ich glaube, Kamerun war auch dabei. Und so sind dann so... Ich kannte die Länder schon aus dem Erdkundenunterricht, ja. Aber da hört es dann halt auch auf. Und durch Fußball habe ich dann ein paar Länder besser kennengelernt. Und Kamerun hatte auch einen Starspieler. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wer das war. Ich weiß, sie hatten einen Starspieler, der auch irgendwo in England gespielt hat, aber boah, fragt mich nicht wer. Das wüsste ich jetzt nicht mehr. So. Wir brute-forcen unseren Weg mal hier rüber. Komm, überfahr die alle, danke. So, solange die Raxeros und die Dings überfahren werden, die Grenadiere, ist Leben, ist beste Leben. Ich gehe davon aus, dass die GDI-Basis irgendwo hier oben ist, beziehungsweise irgendwas wurde überfahren. Was aber so schön ist. Deutsch? Ja, komm. Das können sie aber sofort wieder reparieren. Von daher holen wir uns jetzt erstmal hier 2 Invasoren noch mit. Hey, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, der hat keinen neuen Sammler gekauft. Der kauft keinen neuen Sammler. Irgendwie passt hier was nicht. Also wir fahren jetzt einfach Soldaten. Wir fahren jetzt
jede Menge Soldaten, genau. Perft einfach richtig schön scheiße um die Soldaten rum. So. Oh shit. Meine Invasion. Ah, der hat einen neuen Sammler. Er hat einen neuen Sammler. Natürlich hat er einen neuen Sammler. Natürlich ist... was mache ich hier gerade? Okay, okay, okay. So, wir überfahren da jetzt einfach mal. Wir überfahren da jetzt einfach mal. So. Das erste, was wir machen, ist den Bauhof einsammeln. Das zweite, was wir machen, ist die Kaserne. Oh Gott, okay. Das ist natürlich richtig beschissen gelaufen mal wieder. Nein, 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 nein. Und die hier. Nein! Nein! Ah! Weil da noch so ein Turm stand! Der hat alles... So, ja, scheiß auf die... Invasoren braucht man. Und der wird die Kaserne sich wieder kaufen. Oh mein Gott! Der Turm! Turm des Todes, Alter. Kill die. Oder kill die hier, ist mir auch egal. Danke. Kill die einfach. Überfahr die. Überfahr die, ist mir egal. Ja, passt. So, ja, die Kaserne wieder neu gekauft. Natürlich hat die Kaserne neu gekauft. Warum würde er sich nicht die Kaserne neu kaufen? Ja, kill den. So ein Scheißbastard, Alter. So ein Scheißbastard. Okay. Perfing, 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 Perfing. Wo geht's denn lang? Wo geht's denn lang, Kollege? Oh, da kamen Soldaten. Ja, da kamen Zivilisten, sowieso. Okay, okay, okay. Was sind meine anderen Invasoren? Warum bleiben die da einfach stehen? So. Okay. Okay, da wird schon der nächste Turm nachgebaut. Ist okay. Fati, 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 Fati. So, den holen wir uns jetzt. Überfahren. So, das holen wir uns jetzt. Und dann machen wir das zum... So. Hauptgebäude. Und jetzt können wir hier die Dinger hier produzieren. Okay, Mission geschafft. Das war's. Das fucking war's jetzt. Jetzt kann er nämlich auch nichts mehr machen. Was ist das denn hier? Das ist ein Panzer. Das ist ein fucking Panzer. Warum Geld mit uns reich? Ich habe Silo eingenommen und habe aus irgendeinem fucking Grund kein Geld dafür gekriegt. Ihr scheiß Ratten von GDI, Alter. Puh. Easy. Kein Grund zur Aufregung. Warum steht da ein Panzer? Wie ist der da hingekommen? Warum ist der da? Nein. Alter, der zerstört sein eigenes scheiß Silo. Der hat sein eigenes scheiß Silo zerstört. Der dumme Bastard. So, gib mir das fucking Ding hier. Oh, ich habe Silo verloren. Ah, whatever. Whatever. Komm, töte den Grenadier, da gibt mir auf den Sack. Die Eiergebäude, oder? Oh Gott. Wow, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Das ist ja nicht normal. So, wisst ihr, was jetzt gekauft wird? Jetzt wird hier fucking M1A1 gekauft, weil die einfach besser sind. Irgendwas wurde überfahren, wahrscheinlich Zivilist. Ja, Mann. Die scheiß Zivilisten. Scheiß Zivilisten, ich bin nur eure Ding hier. Ja, was geht denn hier ab? Wird er nicht mehr
Hammer, denk mal, wir müssen kein Tibire mehr sammeln oder was? Sind wir jetzt plötzlich arbeitslos geworden, nur weil der Arbeitsweg ein bisschen länger geworden ist? Wo sind wir denn? Bei der Deutschen Bahn oder was? So. Ah, warte mal, ich hab noch einen Invasor. Da hab ich noch einen solchen. So, jetzt wird hier noch da unten geschaut, ob da noch Soldaten sind oder irgendwas. Im GDI. Einen Invasor brauchen wir noch. Und den Invasor schicken wir mal da rein. Und jetzt wird erstmal richtig schön der Medizinmann in den Arsch gefickt. Wer noch? Riki Tombo? Jetzt im Fick ist Riki Tombo. Mambo kann. Das sind richtig rassistische Namen. Was haben wir noch? Mubasa? Mubasa ist auch ein Pisser. Und du hier? Wer bist du? Shelly. Dann haben sie. Ich zerstöre Axums Hütte und es kommt Shelly raus oder so jemand. Da kommt nicht Axum raus, da kommt Shelly raus. Irgendwie passt hier was nicht. So, was haben wir jetzt hier? Prestor John. Ich will schauen, wer da rauskommt. So, das ist jetzt Prestor John. Da kommt niemand raus, okay. Was haben wir da eigentlich noch? Zivilis Gebäude. So, das ist jetzt Menelix Haus. Da kommt niemand raus. Und dann ist das Abduls Haus und da kommt raus. Also Abduls Haus kommt raus. Adi. Das ist nicht Abdul, das ist Adi. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas ist hier schief gelaufen. So. Irgendwo haben die Entwickler nicht so ganz mitgedacht bei dem Ganzen. So, ich brauche noch einen Invasor und dann war's das. Ich muss jetzt die GDI-Gebäude einnehmen. Kamelverkäufer. Ja, Mann. Absolut nicht nicht realistisch, dieses Spiel. Ich meine, ich finde es gut so. So, Phil. Phil aus Montreal oder was? Das Kraftwerk noch. Ja, so was hier noch. Keine Ahnung. Ja, weiter war ganz ernst. Und Pablos Pöbelpapp gibt es einfach in jedem verfickten afrikanischen Dorf. Da weißt du einfach, was Sache ist. Da weißt du einfach, dass Pablo hier Afrika besitzt. Das ist wahrscheinlich ein Franchising oder was. Keine Ahnung, so wie Ditch. Komm, Ali. Oh, das war's noch nicht. Muss ich die Ölfelder hier auch zerstören? Okay. Haben wir auch drei Panzer in der Zwischenzeit fertig. Ach, ist es schön, wie einfach man solche Missionen machen kann, wenn man keine Gegner hat. Aha, okay, jetzt war es genug. Jetzt hat es gereicht. Jetzt habe ich... Okay, cool. Gut, meinetwegen. Effizienz 2%, danke für nichts. Dafür gibt es 2% Effizienz. Fuck you. Echt, fuck you. Wirklich hart, fuck you. Okay, nächstes Mal geht's dann in die Demokratische Republik Kongo. Wahrscheinlich erst Osten. Und da kann ich dann ein bisschen was zu erzählen. Weil da habe ich einen Fun Fact zu. Wahrscheinlich werde ich dann während der Mission weinen. Bis dahin, bis morgen.